erste Umdrehung läuft das. Das ist ein Mercedes-Geländewagen, eine G-Version aus dem Jahre 1988, zu einer Zeit, zu der noch keine Elektronik im Gespräch war. Der Motor hatte bescheidene 88 PS, aber hat mit diesen 88 PS den Wagen 900.000 Kilometer um die Welt gebracht. Ein bisschen an der Sicherung wackeln, weil der Scheibenwischer nicht läuft. Ah. Ach, das sind die Tricks. Aber der läuft absolut rund. Ne? Das ist gar kein Problem. Der qualmt ein bisschen, ich rieche das, aber wenn er warm ist, ist er auch weg. Er startet heute genauso wie immer und hat in seinem Leben viele Strecken befahren müssen, die vergleichbar sind mit diesen Teststrecken. Nur, dass diese Strecken, die wir fahren mussten, dann nicht mit Beton belegt sind oder Asphalt belegt sind, sondern wirkliche Buschstrecken waren, die wir nicht aus Jux und Tollerei oder weil wir nun unbedingt im Gelände unterwegs sein wollten, befahren haben, sondern befahren mussten, um von A nach B zu kommen. So, machen wir mal die Haube aus, eben solange er noch läuft. Das Auto finde ich gut. Der Motor ja. Aber 180 mal Öl. 180 mal. Muss ja gut laufen, aber darf er sich auch ein bisschen Öl nehmen. Das ist rund und weit. Den wollen Sie jetzt wirklich ins Museum geben? Der gehört mir ja nicht. Der gehört jetzt dem Mercedes. Schon seit langer Zeit. Er hat einen schlechten Deal gemacht. Ne? Nein, was hat einen schlechten Deal? Bereuen Sie das schon? Ist weg. Ja, nee, eigentlich nicht. Das ist ein Lebensabschnitt, der ist zu Ende und anderes kommt. Die Idee war, im Leben noch mal was anderes zu machen. Und was anderes zu machen in einer substanziellen Weise. Und ich habe lange damals überlegt und Gott sei Dank entschieden, den Wagen zu kaufen, den wir dann gehabt haben. Und würde das heute genauso wieder machen, der hat sich einfach bewährt. Und wollten mit dem Wagen etwa 2-3 Jahre durch Afrika fahren, also von Europa aus über Gibraltar und dann im Zickzack runter bis ans Kap. Das haben wir auch gemacht. Aber aus den geplanten 2 Jahren sind dann ein bisschen mehr geworden. Wir haben den Wagen anschließend noch nach Südamerika verschifft, sind durch Südamerika gefahren, weil ich Wohnsitz in Südamerika habe, technischen Wohnsitz. Ich bin dem Argentinier und dem Uruguayer gleichgestellt. Deshalb war das wie ein Heimspiel für mich. Und nachdem wir das gemacht hatten, kam natürlich, es gibt so diesen Ausdruck in Deutschland, kam man von Tüpfelchen zum Töpfelchen. Vom Hölzchen auf Stöckchen. So ist das richtig, nicht wahr? Und das erste Stöckchen war dann Zentralamerika und dann natürlich Nordamerika. Und am Ende ist daraus innerhalb von 26 Jahren die gesamte Welt geworden, mit der Ausnahme von der Antarktis. Da sind wir nicht gewesen. Grönland waren wir auch nicht. Und wir waren auf einigen Inselstaaten nicht, die einfach mit dem Wagen nicht bereisbar sind. Das heißt, da wäre der logistische Aufwand derart irrational gewesen. In dem Land hätte man vielleicht ein paar Kilometer symbolisch fahren können, aber das wäre einfach unvernünftig gewesen. Wie viel Motor ist denn hier? Wie viel der Motor? Der richtige Motor. Motore et amore. Wenn du von dir sprichst, wer ist genau gemeint? Das Wir war meine Frau, leider muss ich heute sagen, war meine Frau, weil sie vor 6 Jahren verstorben ist. Wir lernten uns kennen zu Beginn der geplanten Reise, reiner Zufall, wie im Leben viele Dinge einfach zufällig sind. Sie wohnte in Dresden und hatte zufälligerweise eine Zeitungsanzeige gelesen in einer Zeitung, just zur Zeit des Mauerfalls, hat sich da
gemeldet und der Funke ist irgendwie übergesprungen. Und die Zeitungsanzeige war von dir geschaltet? Ich hatte eine Zeitungsanzeige aufgegeben und sie hat durch reinen Zufall zum ersten Mal die Zeitung Die Zeit in der Hand gehabt, also eine westliche Zeitung, und hat da drin geblättert und hat natürlich die große Anzeigenseite mit Bekanntschaftsanzeigen studiert und ist also an dieser Anzeige hängen geblieben. Warum? Weil ich damals geschrieben hatte, so sinngemäß, dass ich jemanden suche für eine Weltreise oder für Afrika-Reise oder Südamerika-Reise, also für ungewöhnliche Aktivitäten, der jung und der schlank und der sportlich und der flexibel ist. Und sie kam aus der DDR und die Menschen aus der DDR waren letztendlich anspruchsloser. Sie waren nicht verwöhnt. Sie waren auch bereit, sich mit ungewöhnlichen Dingen schnell auseinanderzusetzen. Und das hat geklappt. Ja, tolle Geschichte. Und das in Zeiten, noch bevor es das Internet gab, auf die klassische Art und Weise über eine Zeitungsannonce. Das allein schon ist ein interessanter Auftakt. Aber wenn ich nachfrage, wer wir ist, ich glaube, da gehört auch noch eine dritte Person hinzu. Ja, die dritte Person ist ein Männchen mit dem Namen Otto. Und diese dritte Person ist der Geländewagen, mit dem wir unterwegs waren, den wir Otto, aus irgendeinem Grunde hat sich das ergeben, Otto bezeichnet haben. Für meine Frau war dieser Geländewagen wie ein Kind. Sie sprach immer von ihrem Ottilein und hat auch dieses Ottilein manchmal wie ein Kind behandelt. Ottilein wurde alle 1000 Kilometer gestreichelt, wenn wieder 1000 Kilometer erfolgreich abgefahren waren. Wir haben letztlich diese vielen Jahre wie siamesische Drillinge verbracht, weil wir uns ja voneinander nicht trennen konnten. Wenn man mit dem Wagen unterwegs ist, kann man nicht sagen, ich gehe jetzt in den Keller und werde etwas bügeln. Das geht nicht. Also so, ich bin selbst erstaunt jedes Mal darüber, dass war das so ist. Gut, ich meine, also wir haben ihn, die Schwaben sagen, gehackt und geflägt. Aber trotz alledem, ich meine, er ist ja durch die, in der Wild, durch, wenn ich immer gesagt habe, ich war schon im Auto saß und ich war durch die Schitte gefahren. Aber man kann das vorsichtig machen oder man kann es auch ruppig machen. Und wir haben das immer vorsichtig. Selbst solche schwersten Schlammstrecken werden mühelos bewältigt durch Differentialsperren in Vorder- und Hinterachsen und durch optimal ausgelegte Übersetzungen in Getriebe, Verteilergetriebe und Achsen. Ein guter Geländewagen muss immer und überall einsetzbar sein. Diese Forderung verlangt besondere Maßnahmen bei der Erprobung, zum Beispiel die Dichtheitsdauerprüfung des gesamten Triebwerksstranges in einem Schlammprüfstand. Durch Darstellung wesentlicher Fahrzustände im Schlammbad, Lenken, Bremsen, Beschleunigen usw., wird eine zuverlässige Aussage über die Bewährung des Fahrzeugs im extremen Kundeneinsatz erreicht. Die Erfassung der Beanspruchungen des Geländewagens auf Schlechtwegstrecken erfolgt durch Messwertübertragung mittels Kabel in ein Begleitfahrzeug. Die Verwindungsbahn mit Diagonalverwindungen bis 500 mm zeigt die großen Federwege des Geländewagens auf einer eigentlich nur für den geländegängigen LKW konzipierten Bahn. Schlechtwegstrecken. Sehr guter Fahrkomfort für die Insassen, trotz ständiger, kurzer, harter Einfederungen.
Unproblematisches Anfahren in 70% Steigung. Tropischer Regenfall. Beurteilung der Dichtheit des Fahrzeugs. Funktionsuntersuchung von Luftansaugung, Vergaseranlage und Elektrik. Kälteerprobung in praktischem Einsatz, unter anderem in Nordschweden. Die Gesamtkonzeption entspricht der Qualität, die Mercedes-Benz von seinen Fahrzeugen verlangt. Diese Synthese von technischer Perfektion und leichter Bedienbarkeit macht den Geländewagen zum zuverlässigen Partner. Du hast mir erzählt, dass ihr in den ganzen 26 Jahren keine einzige Nacht im Hotel geschlafen habt. Wie konntet ihr das bewerkstelligen? Ja, das ist völlig richtig. Also wir haben, das Ziel war, den Wagen grundsätzlich nicht alleine stehen zu lassen. Und wenn man irgendwo schläft, sich einquartiert, muss der Wagen draußen stehen. Und unter schlechten Bedingungen fehlen am nächsten Morgen die Räder, nur um ein Beispiel zu geben. Und deshalb haben wir gesagt, also grundsätzlich bleiben wir mit dem Wagen zusammen, schlafen entweder im Wagen, das war dafür entsprechend eingerichtet, oder schlafen in der Hängematte oder in Hängematten, was wir im Aber Wesentlichen... immer bei dem Wagen? Natürlich, die Hängematte aufgehängt von dem Dachgepäckträger des Wagens rüber zu einem Baum. Das heißt, wir brauchten grundsätzlich nur einen Baum, auch in Wüstengegenden einen Baum, um dann vom vorderen oder vom hinteren Teil des Gepäckträgers dreieckig die Hängematten zu spannen zu dem Baum und haben da drin geschlafen. Das ging in Afrika eigentlich durchgehend wegen des trockenen Wetters und ging auch in vielen Teilen Südamerikas, besonders natürlich in Brasilien, wo auch die lokale Bevölkerung überwiegend in Hängematten schläft. Ich habe einen Elefanten hinten drin gehabt und der roch Apfelsinen. Elefanten werden süchtig, wenn sie einmal eine Zitrusfrucht gefressen haben. Denn Elefanten kennen in ihrem Habitat ja keine Zitrusfrüchte. Ne? Und ich hatte einen Sack für morgendliche Müsli da drin liegen, nicht wahr? Und kam an einem Platz an in der Wildnis. Da stand zwar ein oder zwei Südafrikaner waren dort, das war in Sambia. Aber sonst offene Wildnis, da liefen Elefanten rum, also kein Problem eigentlich. Nicht? Und war hier vorne an der Tür irgendwas vorbereiten, hinten war schon auf und wollte eigentlich dann Bett vorbereiten. Nicht? Und da kam eine Kuh, Elefantenkuh mit einem ausgewachsenen Kalb, kam hinten rum und schnurstracks auf den Otto zu. Nicht? Und dann mit dem Rüssel von hinten rein, roch natürlich die Früchte. Ja, das war kritisch. Nicht? Die hat dann zwar alle gefunden, gefressen, aber dann fing sie an zu suchen. Nicht? Also mit dem Kopf voll hinten rein, der passt gerade rein mit den Stoßzähnen. Und ich hatte mich dann vorne hingesetzt, habe den Motor laufen lassen, weil ich dachte, durch das Geräusch und die Vibration wird das Tier abgelenkt, war aber nicht. Aber was war nicht, war, dass sie mit dem Rüssel von hinten durch den ganzen Wagen hier an meinem rechten Ohr hier rumging. Da kann man heute drüber lachen, aber ja, also ja, aber damals, das war... Der hätte ja sicherlich auch das ganze Auto umwerfen können mit seiner Und Karte. Das ist der Punkt. Also wenn das Problem ist, ich habe Riesenglück gehabt, wenn das eine Stunde später passiert wäre, dann wären die Zitrusfrüchte, die Apfelsinen hier zwischen der Rücklehne und hier dem Bettkasten. Der Sitz ist jetzt sehr weit vor, aber wegen des Betts, was gemacht ist. Ja. Und wären die versteckt gewesen. Dann wäre der Geruch drin gewesen, der Elefant oder die Elefantenkuh hätte die Früchte nicht gefunden. Und in der Wut, wenn Elefanten gereizt sind und sich engagieren, ist es nicht unüblich, dass sie Fahrzeuge umkippen. Die gehen einfach seitlich mit den Stoßzähnen drunter, kippen um und zertrampeln. Die machen aus dem Fahrzeug Hackepeter. Ja, ja. Und das ist in Kenia passiert das ja öfter, also hier mit diesen Minibussen da von den Touristen. Nicht, dass da irgendeine unpassende Situation ist und Elefant einfach den Wagen umkippt und zertrampelt. Ne? Also das wär scheiße geworden. War im Nachhinein Ja, oder hier der Bock ja auch mit seinen, das ist ja, die Rüsselspitze ist ja ein einziger Muskel. Ja. Nicht, ja. Und da brauche ich ja nur einmal ein bisschen zugreifen, hätte ich den Ohr gehabt. Nicht? Also, naja.
Wir fahren mal eine Runde. Ja, fahren wir mal eben schnell. Hier unten blinkt was. Ja, ja, das ist von mir. Okay. Eins habe ich hier am Schoß. Ist das. Das ist gut so, wenn Sie das noch einstecken. Wollen wir du sagen? Ja, ja, natürlich. Ja, ich bin der Johannes. Ja, ja, ich weiß. Einer von den vielen. Der nächste kommt noch hier. Aber ich bin ja der mit diesem guten zweiten Vornamen. Ja, ich weiß. Darum sitzen wir ja im Otto. Ja, ja. Ich muss sagen, wohin und was wir machen wollen. Wir fahren mal kurz auf die Straße und wieder runter und wieder hoch. Wir können ja mal über den Grill fahren. Warte mal. Hier fahren wir nicht übers Feuer. Nee, ist okay. Nee, das ist gut. Nee, passt. Ja. Mensch, jetzt fahren wir noch einmal eine Runde im Otto, in meinem Namensvetter. Jawohl. Und ich darf heute Nacht drin schlafen. Und das ist die ganz große Ausnahme, denn es hat noch nie ein Außenstehender alleine in dem Otto irgendwo in der Welt eine Nacht verbracht. Das ist also die ganz große, seltene Ausnahme. Ich gehöre jetzt zur Familie. Ja, das kann man so sagen. Ja, ja. Also sag mal, jetzt hast du fast 900.000 Kilometer mit dem... Ja, also es fehlen 400 Kilometer und absichtlich, ich habe aufgepasst, dass wir die 900 nicht überschreiten, denn dann sonst hätte jeder gesagt, na, da habt ihr doch gemogelt, nicht wahr, dass ihr 900 gerade gepackt habt. Ja. Und so ist es andersrum. Jeder bedauert, dass wir die 900 nicht gepackt haben. Ja. Und sagt, na, das bisschen hätte er doch noch machen können, damit die Zahl rund gewesen wäre. Ja. Also, aber es sind die echten Kilometer und die Entfernung, das hatte ich, glaube ich, auch damals schon gesagt, die Entfernung entspricht der Entfernung von hier zum Mond und wieder zurück plus Mehrwertsteuer. Alte oder neue Mehrwertsteuer? Die neue Mehrwertsteuer, also die 19-20% Mehrwertsteuer und das entspricht der Entfernung von 900.000 Kilometern. Wollen wir noch mal ein Stück auf die Straße fahren? Komm, eine kleine Runde machen. Ja, ja, da hier. Das ist ja kein du musst Problem. Das doch ausnutzen, dass du ihn jetzt noch mal fahren darfst. Denn der wird ja dann wirklich nach dieser Veranstaltung, kommt er wieder auf den Hänger und dann kommt er ins Museum. Kommt zurück und geht Ende des Jahres endgültig ins Museum. Ja. Und bis dahin, die planen jetzt, glaube ich, er soll noch mal nach Italien. Mhm. Das hörte ich. Er sollte eigentlich Kanada, aber das war, glaube ich, wieder abgeblasen. Ja. Und dann, es waren noch mehrere andere noch mal nach Berlin. Die haben also noch einige Ideen, aber ihn im Grunde genommen nur irgendwo in einem LKW hinzubringen, dort auszustellen und dann wieder abzuholen. Okay, gut, das ist aber normal, das machen die ja dann öfters. Aber vor allen Dingen Rollen im richtigen Gelände, das ist dann schon ungewöhnlich. Aber das ist jetzt schon fast eine relativ schnelle Geschwindigkeit. Du bist durch wesentlich schwierigere Terrains auch durch. Naja, nee, wir sind ja im Kriechgang, teilweise stundenlang im Kriechgang gefahren. Ja. Ich will hier nur nicht schneller fahren, weil ich den Untergrund nicht kenne. Ich weiß nicht, ob das am Ende irgendwo Stein liegt. Das muss ja nicht sein. Und durch fast alle Länder der Welt, kann man sagen? Ja, ja, eigentlich all das, was man sinnvollerweise machen kann, das haben wir gemacht. Also Antarktis nicht, die Atollinseln im Südpazifik nicht, aber die großen Inseln, also Fidschi, Tonga, Samoa, Vanuatu, das haben wir alles gemacht. Ja. Was wir nicht gemacht haben, sind die Malediven, die Komoren und noch eine dritte Inselgruppe, weil dort im Grunde genommen wie Malediven in der Hauptstadt Mali fährt man zu Fuß braucht man eine Dreiviertelstunde, um die Stadt abzulaufen. Ja, nicht? Und dafür kann ich den Wagen einfach nicht hinbringen, das geht nicht. Nicht? Ja. Nicht? Du, der Nase nach, oder? Einmal. Ja, ich würde mal sagen, ich glaube besser hoch als hier runter. Ja. Wenn da einer, nicht? Also wo wir herkamen und ich drehe mal eben um. Das Interessanteste ist ja, was ich gehört habe von dir, das war, dass du gesagt hast, du hast den Wagen eigentlich nie wie ein Auto behandelt, sondern eigentlich, weil du ja von der Fliegerei kommst, du hast den eigentlich wie ein Flugzeug behandelt. Ja, das heißt, wir haben all die Teile, die irgendwie ein limitiertes Leben haben, die haben wir gewechselt, bevor sie das Lebensende erreicht haben. Mhm. Das heißt im Klartext, wir haben nicht gewartet, bis der Keilriemen reißt, sondern haben den Keilriemen nach einer bestimmten Kilometerleistung haben wir ihn gewechselt. Ja. Und das hat sich bewährt. Dadurch sind wir nie liegen geblieben. Nicht? Also wir haben natürlich die ein oder andere Panne gehabt, das bleibt ja gar nicht aus. Aber wir sind nie so liegen geblieben, dass wir nicht am Ende nicht weiterkamen. Das hat es nie gegeben. Und jetzt haben wir vorhin den Motor gehört, der hört sich an wie neu. Also das ist ja der Motor läuft so butterweich und rund und hat auch keinen Ölverbrauch. Ich habe
in den ganzen Jahren nicht ein einziges Mal in diesen Dieselmotor Öl nachgekippt. Und das ist schon in höchstem Maße ungewöhnlich. Und das ist auch der Grund, warum du jetzt einen 123er noch fährst mit dem gleichen Motor? Gleiche Motor, aber den hatte ich vorher schon. Ja. Der ist ja 10 Jahre älter. Der 123, der kommt aus dem Jahr 78. Der ist also 10 Jahre älter. Ja. Und der hat auch über 500.000 Kilometer. Steht im Moment in Stuttgart am Flughafen. Mhm. Und ist mein normaler Wagen. Und das ist geil. Und es ist ein Fahrzeug, das sauber läuft. Ja, unkaputtbar. Ja, man muss natürlich ein bisschen pflegen. Also hier bei diesem Otto haben wir in den ganzen Jahren etwa 180 Mal Öl gewechselt. Also ja. Öl und Filter. Ja. Und der Otto hat es gedankt, kann man nicht anders sagen. Wir haben alle 5000 Kilometer gewechselt. Okay. Und immer dafür gesorgt, nicht wahr, dass er frisch geschmiert wird. Ne? Mhm. Ja, das Hauptproblem ist besonders also in Gegenden mit schwacher Infrastruktur, und das war in den 90er Jahren letztlich kontinentdeckend überall in Afrika der Fall, das Hauptproblem ist, dass man Ziel hat, von A nach B zu kommen. Und jetzt muss man sehen, welchen Weg man von A nach B wählt. Da gibt es oft viele Alternativen. Weil damals in Afrika oder auch in Teilen von Südamerika, Teilen von Zentralasien, führen viele Wege nach Rom. Und man kann Glück haben, dass man den richtigen Weg gewählt hat. Wir haben ein paar Mal auch Pech gehabt. Pech bedeutet dann, dass wir vielleicht auf einer Piste oder offenen Gelände unterwegs sind, viele Holzbrücken erfolgreich überquert haben und dann die letzte Holzbrücke vorm Ziel zerstört war und wieder zurück mussten. Das Wichtigste eigentlich bei so etwas ist, dass man autark ist. Das heißt, dass man weiß, wie man einen Schraubenzieher anfasst, dass man die passenden Werkzeuge grundsätzlich dabei hat, dass man Basisausrüstung an Ersatzteilen hat, weiß, wie man die Dinge verwendet und dass man einfach auch ein Gespür für die Technik bekommt, ein Gespür fürs Fahrzeug bekommt und ein Gespür für die Natur bekommt. Wie oft musstest du denn einen Schraubenzieher anfassen? In 26 Jahren. Also sagen wir mal so, an dem berühmten Otto gibt es sicherlich heute keinen Bolzen, keine Mutter, keine Schraube, die ich nicht schon mal in der Hand gehabt habe. Und nachgezogen hätte. Aber wichtig festzuhalten ist die Tatsache, dass wir in den 26 Jahren nicht ein einziges Mal so liegen geblieben sind, dass wir nicht weiterkamen. Das heißt, wir haben es immer geschafft, bei Pannen, die es natürlich gibt, das an jedem Fahrzeug, hier gibt es immer mal Momente, wo irgendetwas nicht funktioniert. Aber wir waren grundsätzlich in der Lage, das mit Bordmitteln und Bordwerkzeugen wieder so zu reparieren, dass wir weiterfahren konnten. Ich habe mir gefragt, ob jetzt da so ein Wehmut da ist, dass der jetzt ins Museum geht. No. Also das ist für mich ist das ein Lebensabschnitt. Ein Lebensabschnitt, der halt zu Ende ist. Ja. Passt so. Dass es zu Ende ist. Und ich bin froh und kann glücklich sein, nicht wahr, dass wir das letztlich alles gut gepackt haben, ja. Heil zurück sind und in relativem Maße gesund, dass der Otto weiter fährt, ja. Hier jetzt rollen kann. Du hast in dem Wagen 8-mal Malaria gehabt. Ich habe 8-mal Malaria gehabt, das ist richtig. Und in dem Wagen, das ist natürlich auch richtig, weil ich dann mit der Malaria natürlich zumindest ein paar Stunden da drin gelegen habe. Mhm. Aber gut ausgeheilt. Ich habe die entsprechenden Pillen genommen. Mhm. Malaria bedeutet, dass man innerhalb von sehr kurzer Zeit von normal 36, 37 Körpertemperatur auf 41 geht. Mhm. Aber mit den Pillen bringt man es genauso schnell wieder runter. Das ist in einer Dreiviertelstunde ist das Fieber runter. Mhm. Dann ist man natürlich kaputt. So, dann müssen wir hier mal eben ein wenig rechts rein. Genau. Sollen wir den Autoersatz vorbeilassen? Und dann, weil hier einige elektrische Dinge nicht so ganz angeschaltet sind, da muss ich ein bisschen aufpassen. So. Alles okay? Super. Ja, das ist doch Wahnsinn. Ja, das ist ein toller Blick hier runter. Das sowieso, ja. Ich halte mal eben, ja. Dann geht das besser.
Ach, der Schwarzwald ist auch schön. Manchmal liegt das Schöne so nah, ne? Ja, ja. Das ist ein, und es wird heller. Also hier da hinten, ich meine, das sieht ja alles besser aus. Ja. Ach, toller, traumhaft. Ganz toller Blick. Traumhaft. Ja, mitten in Deutschland. Ja, gibt es auch, ja, auch was, ja, Schönes. Ja, ja, man glaubt es nicht. Man glaubt nicht, dass wir hier in dem überbevölkerten Deutschland sind. Ne? Und du warst auf der ganzen Welt zu Hause, kann man sagen. Du warst, ja, alle Länder bereist. Und jetzt, ja, zieht also alle, schon wieder. Bis auf die, die ich eben sagte. Ja. Ich war, oder aus Somalia waren wir natürlich nicht. Das ging einfach nicht. Mhm. Jetzt Südsudan nicht. Wir waren im Sudan natürlich gewesen. Aber jetzt in dem Südsudan nicht. Das ist als Kriegsgebiet. Das geht nicht. Aber du warst in Nordkorea. In Nordkorea. Ja. Dieses Auto ist das einzige und erste Fahrzeug, das je nach Nordkorea rein durfte. Über einen Trick. Ja, eigentlich. Weil man, ja, darf ja nicht aus Südkorea hin, ne? Nein, 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 das sowieso nicht. Nein, nein, wir sind aus China hin. Aber mit einer Sondergenehmigung von dem mittlerweile verstorbenen Kim Jong-il, also dem Vater vom Dicken. Mhm. Und natürlich war das choreografiert bis ins Detail. Jede Pinkelpause war genau abgesetzt und so weiter. Und das Einzige, was wir nicht geschafft haben, das ist bedauerlich, ist, und das wollte ich gerne haben, ist, dass ich den Dicken hier auf dem Fahrersitz habe mit einem Foto. Ja. Also hier das Pummelchen. Und, ja, das hat also Zeit, das hat einfach, das muss vorbereitet werden, da geht nichts schnell in dem Land. Das, ja, hat halt noch mal nicht geklappt. Ja. Aber es ist auch noch nie ein chinesisches Fahrzeug in Nordkorea gewesen. Mhm. Die Chinesen liefern bis an die Grenze, dann wird vom einen LKW in den anderen umgeladen und dann geht es weiter. Ja. Ja. Also und das ist, also damals CIA und so weiter, das ist also, sagen wir mal, in vielen Kreisen sehr ernst wahrgenommen worden, dass dieses Fahrzeug dort gewesen ist. Das, ja, war schon in allerhöchstem Maße ungewöhnlich. Also hier in Berlin damals, das war ja zu der Zeit noch von dem Guido Westerwelle, mhm, die haben das einfach nicht glauben können. Die sagt, das kann nicht sein, das darf. Was eben nicht sein darf, kann auch nicht sein. Ja, ich glaube, hier ging es rein. Nicht? Ja, oder? Genau, hier müssen wir durch die Pfütze. Und hier gehen, ja, wir, glaube ich, ja, ja. Ja gut, die Wartiefe, die schaffen wir. Ja, ja. Bis zu 60 cm Wassertiefe brauchen Sie keine Gummistiefel. Selbstverständlich sind die Türen dicht und die gesamte Elektrik ist auf diese Warttiefe ausgelegt. Tatsächlich. Im Geländer hat er wohl keine Probleme. Also dich gesehen habe, dass du so fit bist, dass du auch wieder Pläne hast zu reisen und dass, ja, du, ja, ich bin jetzt hier leider mit dem Knie, nicht wahr? Das muss halt noch ausgeheilt werden. Weil, okay, ich hab vor ein paar Wochen habe ich in der Narkose gelegen und das ganze Knie ist, oh, ja, auseinandergenommen worden. Ich habe ein komplettes Ersatzknie. Nicht? Oh, das, nicht, ist ja und, gut. Und, also ist aber nicht auf Verdacht getauscht worden, das war schon kaputt. Das nicht war, wie beim Otto. Ich bin 7 Jahre lang auf der Felge gelaufen. Ei, und das ging eben einfach nicht mehr. Da konnte man das Ersatzteil nicht vorher rechtzeitig tauschen. Ich bin froh, dass ich so gemacht habe, denn der das gemacht hat, ist ein Bekannter von mir, guter Bekannter, ja, der weltweit einer der führenden Kniespezialisten ist, weil er die wesentlichen Operationsmethoden von heute mitentwickelt hat. Ja. Reiner Zufall. Ne? Und der Kerl ist normalerweise auch unterwegs, der ist also auf irgendwelchen Veranstaltungen in den USA oder Neuseeland. Aber wir haben es eben so abgepasst, dass er hier war und das machen konnte. Das war schon sehr gut. Und wenn so ein harter Einsatz tatsächlich mal Spuren hinterlassen sollte, dann ist da ja immer noch unser Mercedes-Kundendienst. Denn der steht nicht nur auf dem Papier, der ist weltweit. Und der betreut weltweit. Aber jetzt gibt es ja noch eine Geschichte, jetzt ist das Knie neu, weil der Otto ist im Museum, aber ich habe gehört, du hast ja schon wieder zwei neue G300, also ja, 300 GT geholt. Ja, die habe ich gekauft, den einen vorgestern und den anderen am Sonntag. Gleiche Motorisierung? Ja, der eine hat den Motor, mhm, und der andere hat eine tolle Karosserie, die kein Rost hat. Ja, genau. Und die wird so verheiratet. Die verheiratet war. Nicht? Und dann geht es nach Südamerika. Dann machen wir wirklich schön, also viele Neuteile, dann machen wir ein super Fahrzeug draus. Und dann will ich noch mal nach Südamerika, ja, in die alte Heimat. Sagen wir mal, dem hiesigen Winter aus dem Wege. Ich will den Winter nicht hier noch mal in Deutschland verbringen. Also eine kleine Reise ums Eck. Ja, eine kleine, also sagen wir mal so 7, 8 Monate durch Südamerika.
Soll ich dann wieder reinfahren oder soll ich woanders hinfahren? Oder warte erst mal auf den anderen. Also ich bedanke mich erstmal und vor allem, ich bedanke mich für die große Ehre, dass ich in diesem Auto bin. Ja, von mir aus. Ich hatte sonst dem Jörg gesagt, oh, da kann ich noch mal im Auto schlafen. Und sagt, oh, da gibt es andere. Du, wir haben ja zwei Betten. Das ist, nee, die man sonst da drin hat, also wirklich nur meine Frau, ja, der Sohn, ja. Dann hatte ich unterwegs mal eine deutsche Backpackerin mitgenommen. Die hat zwangsläufig da ein paar Nächte drin geschlafen. Dann hat mal ein Lehrer, den habe ich irgendwo aufgegabelt, auch ein Deutscher, der hat da mal drin geschlafen. Dann hat drin geschlafen, zum Ende noch ein mehr oder weniger Kollege, ein Redakteur vom Stern, der also diese ottosreise.de gemacht hat. Ja. Nicht? Und der war mit in Weißrussland und dem ging es darum, dass er das Gefühl kriegt, auch abends kochen. Nicht? Und das ist ja verständlich. Da haben wir aber beide, wir sind beide nicht schwul, aber der hat sich reingelegt, etwa auch so diese Statur, also eine Ecke größer. Und der hat sich reingelegt, der hat wie ein Mehlsack geschlafen. Ja. Also man schläft wirklich gut da drin. Na, jetzt zeigst du mir das. Die Bettwäsche ist frisch, die ist also gewaschen, die Decken sind okay. Und es ist ja eher mild, nicht wahr? Wird ja nicht kalt. Nicht? Und dann ist das in jedem Fall. Hier kann man die Türen offen lassen, die frische Luft. Also man schläft wirklich einfach scheiß gut da drin. Ja. Ich würde es genauso wieder machen. Ich würde es aus zwei Gründen wieder machen. Einmal mit dem Fahrzeug als Fahrzeug und zum Zweiten, das ist ja eine Grundsatzentscheidung, auch mit einem kleinen Fahrzeug. Otto ist ja nun kein Wohnmobil, aber es ist für die Dinge, die man in der Wildnis braucht, hundertprozentig ausreichend. Und der große Vorteil dabei ist, dass man mit dem Wagen nicht so auffällt wie mit einem größeren Wagen. Das ist ganz wichtig in der heutigen Zeit. Und dass man diesen kleineren Wagen relativ unproblematisch in einem Schiffscontainer von einer Insel zur anderen Insel oder von einem Kontinent zum anderen Kontinent transportieren kann. Ich glaube schon, vielleicht noch ein Stückchen nach vorne. Ja, aber dann gibt es wieder Huckel. Meinst du? Das ist gut. So müsste der Wagen. Und da steht vorne etwas höher als hinten. Das heißt, am Kopfende ist man etwas höher, da steht man besser. Ist gut, aber mehr Blut in Füßen. Das müsste dann passen. Garfield, hast du gesehen? Garfield seit 88. Ne? 18. Dezember 88 auf dieser Position hier. Nicht? Und mit dem Analtrakt, Originalfarbe, nicht wahr? Da sieht man noch, wie er mal gewesen ist. Ja. Und jetzt, der ist nicht dreckig, das ist also gewaschen, das ist halt, hier sieht man es auch. Die Sonne. Das ist die Sonne, ist einfach verblichen. Nicht? Was der mit seinen Augen alles schon gesehen hat. Ja, nicht? Der hat dort, was ich überlegt, nicht, weil das sind ja nur bald 30 Jahre, 28 Jahre, hat der Typ hier vorne gesessen. Unglaublich. Und manch schwarzer in Afrika, nicht wahr, hat reingegriffen, wollte den haben. Zweimal haben sie ihn mitgenommen und dann haben wir nur wiedergekriegt, indem wir den Leuten eingeredet haben, ganz ernst gekriegt, das ist ein Fetisch. Ja, das gibt Unglück. Ja, ja. Und dann, bis sie dann tatsächlich so einen Schreck gekriegt haben und dann haben sie weggeworfen und sind weggerannt. Ja, da hat man wieder. Ne? Ja, und der hat auch ein bisschen den Otto beschützt. Ne? Für uns war das so ein Maskottchen, das kann man nicht anders sagen. Ne? Schön. Der bleibt auch im Museum drin dann. Ja, der gehört dazu. Alles. War eben auch hier dieser Moshishi oder Monfifi, nicht? Ja. Der gehört dazu. Und hier diese anderen Sachen, das sind auch so Kettchen, die wir mal so als Wegbereiter bekommen haben, nicht wahr? Von irgendwelchen Leuten. Das gehört alles dazu. Ja.
Aber das ist ja schon ein Luxus, dass er elektrische Fenster überhaupt hat. Ne? Das haben wir nur gemacht, damit meine Frau von hier drüben dieses Fenster hochmachen kann, wenn ich mal nicht drin bin. Und in Afrika ist oft passiert, dass dann, wenn das Fenster offen ist, also irgendein schwarzer Arm dann hier plötzlich tief drin war. Nicht? Und da konnte sie ja nicht rüber hier kurbeln. Nicht? Und dann hat sie einmal drauf gedrückt und dann war das Fenster zu. Mhm. Das hat uns sehr, sehr... Und auch, das andere war, dass wir, wenn wir schliefen oder hinten drin lagen, dass wir hier durchgreifen konnten und das Fenster ein bisschen runter machten, wenn es zu warm wurde oder hoch, nicht wahr, zum Lüften. Ja. Also das hat sich, würde ich sagen, das hat sich sehr bewährt sogar. Das war eine positive Sache. Habe ich auf der Agenda drauf. Aber hier auch diese Sachen, das ist also alles original. Ne? Hier, ist hier verkammelt natürlich, ja. Nicht? Aber sonst sagst du ja schon eigentlich eher lieber weniger Ausstattung, weil da kann auch nichts kaputt gehen. Ne? Hier ist nichts weiter dran. Ist ja nichts dran. Ne? Hier dieser, das ist vielleicht ganz interessant. Nimm mal die Hand hier drum und dreh mal. Oh ja, was ist da passiert? Hat sich einfach gelöst. Nee, das ist einfach das. Durch die Hitze. Weil hier unten sieht man zum Beispiel noch diese Riffelung hier drin. Ja. Hier oben ist das alles abgerissen. Das ist ganz, ganz glatt. Da ist nichts mehr zu fühlen. Mit Reichweitenstärken. Also wir haben mal überschlagen, also ich zumindest habe hier auf diesem Platz etwa 3,5 Jahre meines Lebens gesessen. 3,5 Jahre. Am Stück. Ab 24 Stunden den Tag. Ja. Ja. Ja, das ist schon, das ist wirklich, sagen wir mal, eine mittellange Strecke, ja. Das ist länger, als manche Leute an ihrem Bürostuhl gesessen haben. Ja, und nicht geschlafen, das ist der Unterschied. Ja. Hier also zum Nachtschlafen, die Fenster kann man runterkurbeln, die haben Kurbeln und die Kurbelknöpfe sind hier drin. Hier steckt einer und drüben steckt der andere. Okay, ja. Die sind also da. Hier ist, und das muss man nur abnehmen, weil hier kein Platz für die Kurbel ist, ne? Hier unten für den Kasten. Ne? Ja, im Prinzip hast du ja wirklich da drin drei Etagen draus gemacht, wenn man so will. Ja, ich würde sogar, hier drunter ist auch noch eine. Ne? Das ist der Fußraum von der Rückbank. Ja. Und darunter, da drin liegen in dem Fußraum abgedeckt, da lagen die ganzen schweren Sachen. Also Ersatzstoßdämpfer als Beispiel. Ne? Und die ganzen schweren Werkzeuge und so weiter. Ja, macht auch Sinn. Hält den Schwerpunkt weiter. Ja, wir haben ja die Dachladung. Ne? Ja. Der Dachgepäckträger wiegt 80 Kilo. Wow. Nur der Gepäckträger. Ja, ja. Ne? Wir hatten in der Sahara da oben 600 Kilo drauf. Ja. 600. Wahnsinn. Ja, da muss man natürlich schon aufpassen mit der Seitenneigung bei so einem großen... Ah, da muss man also... Also das, was wir heute vorgemacht haben, das geht dann natürlich eher weniger. Mhm.
Hier habe ich noch eine Tasche reingelegt, okay. Aber also dieses Tisch, die Stühle hatte ich hier irgendwo hingestellt, die stehen an der Seite. Der Tisch ist auch seit Dezember 88 dabei. Wahnsinn. Ein französischer Campingtisch und der hat sich bewährt. Ne? Ja. Ein bisschen angegammelt, ja. Ne? Aber sonst. Das heißt im Prinzip, du hast den Wagen gekauft mit deiner Frau und dann direkt umgerüstet auf dieses. Ja, wir waren erst ein paar Monate zu einer Testtour in Afrika. Da hatten wir es so ein bisschen anders gebaut. Aha. Und haben da ein bisschen Erfahrung gesammelt. Und mit der Erfahrung dann zurück nach Deutschland und nochmal in aller Ruhe umgebaut. Das heißt, es ist ja nicht viel Umbau. Die Platte ist eingezogen. Nicht? Und hier oben so ein Gitter rein, so als Ablage. Hier die Seitentaschen. Da ist die Küche da oben. Da oben, nicht wahr? Das wird hier auf die Seite runtergestellt, auf so eine Platte. Mhm. Und dann haben wir hier die. Hier waren die ganzen Küchenklamotten drin. Mhm. Das ist natürlich jetzt weniger. Immer selbst und gekocht. Grundsätzlich, nicht? Mhm. Grundsätzlich selbst gekocht. Hier drunter die anderen Sachen. Wahnsinn. Und gut, es fehlen ein paar Sachen. Also ich würde mal sagen, wenn er noch länger unterwegs wäre, dann ist das gewisse Verdunstungserscheinung. Ja. Aber da machen wir uns auch wirklich nicht verrückt. Nicht? In dies war alles nicht drauf, das ist jetzt fürs Museum gemacht. Ah, okay. Nicht? Es war nur dieses Ding drauf hier und auf der anderen Seite das D-Schild. Halt! Und hier hatten wir. Hier ist, wir hatten ein anderes Freistaat Bayern, das war hier auch noch drauf. Mhm. Also sonst war eben, es war absichtlich, also keinerlei Erkennungsmerkmale. Ach so, ja, und hier, das sind, also was hier drin ist, sind zwei solche Bettbezüge. Mhm. Nicht, zum Schlafen. Wir sind immer, also sinnvoll ist, einfach reinzukriechen. Ja, ja. Öffnung ist oben. Ja. Reinzukriegen, da hat man wie einen Schlafsack, also Stoffschlafsack. Ja. Und dann hier mit denen das echte Wolldecken zudecken. Kopfkissen sind genügend dort. Ist alles frisch gewaschen, also das ist. Das ist Wahnsinn. Sollte, wie ein Hotel. Sollte okay sein. Sieht sehr gemütlich aus. Am besten kriegt man von hinten hier rein, geht am einfachsten. Mhm. Und man kann diese Tür kann man zuziehen von innen. Die hat hier diesen Griff hier oben, das Ding. Ja. Das geht also ganz gut. Aber hier, ich meine, passiert hier nicht. Da kann man ja alles offen lassen. Und also da schläft man mit Sicherheit gut, weil, ja hier hinten, da, guck mal, wie der schön, der Himmel wird schön dort. Ja. Also hier schläft man mit Sicherheit gut, es ist ruhig, frische Luft, tolle Atmosphäre. Ja. Also das wäre, im Grunde genommen, wäre das ein echter Übernachtungsplatz hier. Ja. So wie wir ihn, wenn wir wählen konnten, nicht wahr, gesucht haben und oft genug auch gefunden haben. Ne? Und mit der Aussicht ist natürlich fantastisch. Traumhaft. Große Ehre. Ja, wir haben also immer versucht, irgendwo dort zu sein, wo keine Menschen sind. Das ist das Wichtige. Ja. Nicht? Und zumindest, vor allem, wo keine Naturparks auch sind. Nein, das sowieso nicht. Ja. Nein. Auch gar nicht. Gut, ich meine, in Kanada, USA waren wir gezwungen, auch mal auf einem Caravan-Park zu übernachten, wenn wir da irgendwas anderes, gerade in der Stadtnähe, nichts gefunden haben. Aber normalerweise in den ganzen anderen Teilen der Welt, auch in China, haben wir ja nur im Wagen geschlafen. Die beiden Aufsicht, die dabei waren, der Fahrer, nicht wahr, und der Aufsichtsführende, die hatten kleine Zelte dabei, die wollten natürlich Übernachtungskosten sparen. Und haben dann auch dann in unserer Nähe sich irgendwo da ihre Zelte aufgeschlagen. Die drei Monate China haben wir so verbracht. Ne? Eine Leiter oder was? Ja. Ja, dann zeig mal. Ja, da habe ich keine Anführung bekommen. Ne? Aber wow. Hier ist auch Erdbeeren.
Erdnüsse, niemand Lust hat. Okay. Oh ja, hier riecht es aber auch schon ein bisschen antik aus, ein bisschen. Aber der muss ja sein Bett noch machen. Weil hier ist das Bett wahrscheinlich. Ach so. Ja, guck mal hier. Oh, krass. Ja, dann ist es aber schon groß, ne? Man hat ja hier quasi. Ja, guck mal hier mit der Treppe. Ne? Ja. Das wäre schon, aber das ist irgendwie kein Wohnmobil mehr, das ist eine halbe Einzimmerwohnung. Ja, ja. Also guck mal hier, das hat auch Teleskop. Ja, das Dach kannst absenken. Was du alles weißt. Das weißt du aber immer erst, nachdem ich dir das Stichwort erzählt habe. Nein, das habe ich schon von außen gesehen. Du hast doch gelogen, hast du. Mein lieber Herr Schlöger. Aber die Stufe ist hier ein bisschen hoch, ne? Das kann ich gleich mal hier kritisieren. Damit mal in die Waschanlage fahren, oder? Aber richtige Küche, ne? Hier, Mercedes-Benz Unimog, ja? Ja, sehr gut. So, das ist jetzt der Actros. Komfortabel, ne? Ja. Hier oben Salonbett. Ja, Doppelstockbett. Hier ist sogar ein Rauchmelder. So, next. Wo ist denn hier der Eingang? Auf der rechten Seite. Ja, immer rechts? Ja, meist zumindest. Das ist wirklich nicht mal... Oh, geil. Haben nicht mal alle zu Hause, ne? So eine schöne. Ja, das stimmt. Und dann haben wir hier das im Wohnmobil. Und da ist sogar eine richtige Toilette. Eine ordentliche. Und eine getrennte Dusche. Okay. Oh, guck mal, hier ist sogar ein Spiegel. Ich dachte, guck mal, was da für ein schöner Mann kommt. Das ist ein Doppelgänger. Ja. Das ist schon nobel. Ja, das ist wirklich geil. Das gefällt mir deutlich besser als der andere. Mit einem Nasszelt und du kannst sogar deinen Kopf, während du dich duschst, oben noch rausstrecken. Und da ist ein Fenster? Ja, du kannst quasi beim Duschen rauchen. Stimmt, so ein Fenster. Hier auch. Das darf halt nicht dick sein, aber man steht nicht in der Toilette so wie bei dem anderen. Das war ein bisschen... Ist aber an. Ja, ist an. Ist aber warm. Boah, der war ein bisschen gebocken. Was ist hier drin? Das ist ein bisschen weit. Achso, ich dachte schon. Zwei Flammen Gaskocher. Ich dachte schon, das hier wäre so touch hier. Ich komme mir vor, wie so einbrechen, ne? Hallo? Oh, ist aber schwer hier, ne? Ja gut, die sollen ja auch nicht während der Fahrt aufgehen. Ja, aber wenn sie verriegelt sind. Was ist das hier eigentlich? Das ist wahrscheinlich die Verriegelung für alles. Damit hast du jetzt wahrscheinlich die komplette Wohnkabine vom Führerhaus abgekoppelt. Ja, ja. Ja. Aber das ist auch gut, hier das Kinderzimmer da unten runter. Ja, super runter. Kaspar aber Auser. Das ist ein bisschen eklig, weil das ist der Esstisch, ne? Ja. Da sein Hunde oder ekliges Zeugs. Hunde ist noch kein ekliges Zeug, das ist ekliges Zeug. Tja. Next. Oh ja, jetzt geht der wird wieder antik. Ja, mit dem Fell sitzen vorne, ne? Ja. Das war echt richtig cool. Zum Glück wollte da kein anderer. Hohe Treppen. Guten Tag. Mit Fliegennetze, wie bei einem Amis. Geil. Oh, guck mal, hier ist direkt die Juristik vom Begrüß vom Sch*t aus. Das ist auch ganz gut. Das ist natürlich echt gut. Aber hier, dafür richtig das richtig geil. Da musst du ja aber gleich hier großes Vertrauen mit all deinen Mitreisern haben, wenn du keine Türe hast. Aber das ist auch ein geiles Ding, weil guck mal hier, schön gemütlich. Die haben das selber, ne? Komplett. Er hat alles selber. 2000 Arbeitsstunden, 8 Monate. Genau. 8 Monate. Krank. Ja, 8 Monate Vollzeit. Krass. Jeden Tag. Aber dafür alles so, wie die es wollten. Es war einfach nur so eine leere Kiste und die haben alles hier reingebaut. Ja, geil. Und ein aber das ist natürlich geil mit so einem richtigen, schönen Boden hier. Ne? Der Container hier, oder wie man das nennen soll, der ist von der Bundeswehr. Ja, und das Auto auch. Nee, von Niederländern. Ah, ja, also auch am Army, ja. Aber anderswoher. Das ist total süß mit der Sitzecke richtig und das Bett, also... Ja. Echt mal richtig. Hier ist auch eine ganz andere Atmosphäre drin, merkst du das? Das ist irgendwie, ich weiß nicht, hier, das ist belebt. Ja. Auf jeden Fall. Das ist aber am allerschönsten. Ja, das ist schön. Guck mal hier. Ich hatte die ganze Angst, dass das Ding auf mich draufkracht. Nee, das ist gut. Das ist nämlich hier, da kann ich mir nachts was kochen. Das ist nämlich der Gaskocher. hier ist Kochtöpfe. Und ich kann hier irgendwie die Scheiben runterkurbeln und alles. Und hier ist ein Campingtisch. Das ist aber schon geil. Oh, ja,
Aber es wäre mir ein bisschen zu Freiluft, ne? Ja. Also ich meine, ein bisschen eine Türe fände ich schon schön. Vor allem, da ist ja richtig Echo da drin. Ja, und da ist kalt. Und. Aber er hat dafür hier so richtige Kürbisbänke. Da kann ich hier irgendwie nachher DJ Ötzi auflegen und dann geht's ab. Ein eigenes Festzelt. Ich würde nicht sagen, es ist ein Wohnmobil, aber es ist schon gemütlich. Krass, die Stille. Es sieht im ersten Blick aus wie ein Wohnmobil. Gut, ich meine gemütlich, abgesehen von den Kartons. Wo sitzt man mit einem aus? Nur das Bett. Ja, das sieht doch gemütlich. Das Bett ist gemütlich, ja. Er hat wohl eine richtige Matratze, ne? Ah, super. Also wirklich eine richtige Matratze. Richtiges Kissen, richtige Decke und das da hinten hätte ich halt schon gar keinen Bock, das aufzuräumen. Aber sonst. Nee, das würde ich auch. Er würde es wahrscheinlich einfach an der Raststätte entsorgen. Das würde ich machen. Während der Fahrt, Klappe auf und. Das mit dem Zelt ist halt nett. Außenrum die Planer einfach gemacht, das ist gut. Das ist wie in meinem Bund. Cool. Sehr das schön. Kommt auch in den Film hier rein, oder wie? Mal gucken. Unsere Nachtwanderung durch die Kuhplan. Wow. Krass. Da sehen wir die Raucher. Ja. So ein bisschen wie bei Alien. Aber auch hier, ne? Es ist echt, man sieht. Ja, okay, doch. Nee, vor allem die Stille. Die Stille ist krass, oder? Die Akustik. Ja. Ja. Oh Gott. Ist das? Riesenbusch. Ein Riesenhaufen. Wie bei Jurassic Park von Dinosaurier. Vielleicht kommen die Dinosaurier aus dem Gebüsch. Wir kommen heute Nacht und rütteln an euren Auto. Super! Ja, haben wir extra für dich bestellt, Johannes. Ja, ich habe heute Morgen schon an Klaus und Klaus denken müssen. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Gell? Ja, es war ein bisschen frisch und dann leicht zugig, aber Matratze ist super. Ja. Schön zu Hause. Bin mal hast du oben geschlafen? Ich habe oben geschlafen, genau. Ganz richtig, wie es gehört, oben geschlafen. Eben auch wegen der Schaumstoffmatratze oben. Und ja, ich hätte ja die Standheizung noch anfeuern können. Ich glaube, dann wäre es richtig kuschelig gewesen. Dann hätte es schneien, stürmen, regnen können. Egal. Ja, ich habe auch gut geschlafen. Ach, das war schon gut. Das ist die neue Mercedes-Benz Geländewagenreihe. Sie gibt die Antwort auf jeden Anspruch, den man an einen Geländewagen stellen kann. Sie ist allen herkömmlichen Geländewagenkonzepten überlegen, weil diese entweder nur einen harten Geländewagen anbieten, dessen Straßentauglichkeit eingeschränkt ist, oder einen verkappten Straßenwagen ohne extreme Geländeeignung. Die Mercedes-Geländewagenreihe macht hier keine Kompromisse. Konsequente Anwendung überlegener Technik, eine Baureihe universell verwendbarer Fahrzeuge mit über 40 Varianten. Realisiert in der unübertroffenen Mercedes-Benz-Qualität.
Die Mercedes-Geländewagen sind einerseits harte Arbeiter im Gelände und überraschen andererseits durch Pkw-Fahreigenschaften und hohen Fahrkomfort. Sie sind also für den rein professionellen Einsatz ebenso geeignet wie für den privaten Bereich, für Hobby und Freizeit. Diese neue Generation von Geländewagen ist das Produkt einer Zusammenarbeit der Daimler-Benz AG und der Steyr-Daimler-Puch AG. Was diese Fahrzeuge zu leisten vermögen, können wir Ihnen nicht direkt vor der Tür zeigen. Zu vielfältige Geländevariationen gibt es zu berücksichtigen. Das typische Gelände gibt es nicht. Deswegen hat der Mercedes-Benz Geländewagen eine so robuste und vielseitig einsetzbare Technik wie kein anderer. Zusätzlich bietet Ihnen die neue Geländewagenreihe von Mercedes aber auch zahlreiche Varianten für unterschiedlichste Transportaufgaben. Für alle Aufgaben also die passende Antwort. Die Realisierung dieser neuen Fahrzeuggeneration erforderte intensive Entwicklungsarbeit, aufwendige Forschung und extreme Erprobung. Aber wie Sie sehen, das Ergebnis rechtfertigt den Aufwand. Denn entstanden ist eine Modellreihe, die durch ihre Individualität und durch die Vielzahl ihrer Möglichkeiten für jeden nur denkbaren Einsatzbereich das optimale Fahrzeug bietet. Mit überragender Geländegängigkeit und gleichzeitig mit dem Komfort und den Fahreigenschaften, die sonst nur ein Pkw auf die Straße bringt. Und das alles mit sprichwörtlicher Qualität, Zuverlässigkeit und weltweitem Service. Deshalb kann man an einen Mercedes-Benz Geländewagen nicht nur die Ansprüche stellen, die man an alle Geländewagen stellen sollte, sondern auch die, die man nur an einen Mercedes stellen kann.